Servus zusammen. Heute hat es mich nach Berchtesgaden verschlagen, um den meist fotografiertesten Spot hier am Hintersee auch einmal selber zu fotografieren. Ich hatte die Hoffnung, dass Nebel auf dem See liegt, dass der See nicht zugefroren ist und dass noch Wolken am Himmel sind. Tritt alles so nicht ein, aber es ist scheißegal. Der Spot ist so schön, den kann man auch ganz gut jetzt hier im Winter mit einer kleinen Eisdecke fotografieren. Da lasse ich meinen ND-Filter in dem Fall jetzt hier in meiner Tasche, baue nur den Verlaufsfilter vorne drauf, um den Himmel einfach ein kleines bisschen abzudunkeln. Ich bin jetzt auch hier ein bisschen leiser als sonst, weil hier am Ufer stehen schon vier andere Fotografen. Die waren schon in der absoluten Dunkelheit da. Also, und das Hauptmotiv hier ist dieser schöne Felsen mit den zwei Nadelbäumen obendrauf. Wenn die Bäume noch leicht eingeschneit sind, ist das Motiv noch mal besser. Aber das gibt's heute nicht. Jetzt gerade in dem Moment würde ich auf 4 Sekunden eine 11er Blende und ISO 100 fotografieren, damit das Bild nicht überbelichtet ist. Mit der Auslöseverzögerung mache ich jetzt mal das Bild. Fokussiert habe ich klar auf die Tannen, auf den Felsen. Ich habe mir jetzt eine minimal andere Perspektive ausgewählt, weil ich diese beiden Bäume einfach mal besser hervorstellen möchte. Wenn ich aus der Perspektive von weiter rechts fotografiere, dann heben die sich ganz, ganz wenig von dem Berg da hinten ab. So rücke ich sie einfach hier in dieses Tal oder eben in dieses Loch, in dieses V rein. Und so macht das Bild für mich noch viel mehr Sinn aus der Perspektive. Oh, ist das idyllisch hier. Ist das schön hier. Echt Wahnsinn. Oh, ich würde so gern da reinlaufen. Aber kann ich gleich wieder einpacken. So, also das Motiv bleibt ja immer dasselbe. Aber man kann hier mit dem Vordergrund arbeiten. Es gibt hier ganz viele kleine Felsblöcke. Und je nachdem, wie viel hier los ist, kann man sich da am Ufer auf 3-4 Metern bewegen, um da einen anderen Vordergrund einzubauen. Ich zeige euch mal die Versionen, die ich jetzt einfach mal probiert habe, die auch heute mit dem Eis möglich waren. So, ich habe mir jetzt diesen Schritt hier übers Eis gewagt, aber es lohnt sich tatsächlich, weil das finde ich jetzt den besten Vordergrund bisher. Und jetzt kann ich nur noch eine halbe Sekunde lang auf einer Blende 11 belichten, auf ISO 100, weil es einfach schon taghell ist. Dieser langgezogene Stein schaut wirklich, wirklich gut aus, oder der Fels. So, und so sieht das jetzt hier in meinem Display aus. Hier habe ich diesen wunderschönen Fels hier im Vordergrund. Boah, super. Top-Aktion hier. So Leute, ich bin am nächsten Spot angekommen. Das Ganze hat jetzt von dem Hintersee eine halbe Stunde gedauert. Und hier haben wir eine wunderschöne Kulisse mit einem Berg im Hintergrund. Das Hauptmotiv wird der Berg sein, beziehungsweise diese urige alte Holzhütte, die da steht. Und jetzt ist es verdammt schwer, finde ich zumindest, diese Holzhütte gescheit in Szene zu setzen, weil sie gerade im Schatten liegt, weil hier Schnee liegt. Also es ist echt eine Herausforderung, aber ich liebe ja sowas, dass ich mich dem Motiv annähere und nehme euch natürlich auch wieder mit. Und jetzt werde ich mich hier kann man ganz gut durchgehen, hier ist kein Zaun mehr, am Zaun erstmal entlang bewegen und mit der Kamera in der Hand meine Perspektive suchen. In dem Fall werde ich die Hütte wahrscheinlich hier von der Seite aus fotografieren, dass ich einfach einen schönen Blick hier auf diesen Bergkamm da oben habe. Weil der andere Berg ist jetzt gerade im Schatten, macht so keinen Sinn.
Und gerade weil der Berg jetzt so stark angeleuchtet ist, werde ich dann tatsächlich auch einen Verlaufsfilter oben reinstecken, um den etwas abzudunkeln. Ja, im Winter ist das, glaube ich, echt ein schweres Motiv, dass die Hütte irgendwie zur Geltung kommt. Im Sommer kann man oder im Herbst hier mit der Wiese spielen, mit den leuchtenden Bäumen. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Aber deswegen bin ich da, ich will es ausprobieren. Jetzt kommt hier noch schnell der Verlaufsfilter oben rein. Jetzt ist halt die Frage, was stelle ich scharf? Ich würde mich jetzt mal für die Hütte entscheiden. Und wenn ich aus der Hand fotografiere und habe die Möglichkeit, durch den Sucher bequem zu gucken, mache ich das auch. Da arbeite ich nicht mehr mit dem Display. Und von der Belichtung her mache ich so, dass ich richtig belichte, was oben die Bergspitze angeht. Weil die Hütte kann ich immer noch heller drehen, ja. Aber wenn ich da oben alles überbelichte und die Bergspitze ist komplett weiß, wie jetzt wahrscheinlich im Video zu sehen ist, den Bereich bekomme ich nicht mehr gerettet. Von unten ziehe ich einfach einen hellen Verlaufsfilter, also einen Lichtverlaufsfilter drauf und dann wird es funktionieren. Alles in allem finde ich und der Flo, der heute mit mir dabei ist, das als super schweres Motiv. Einfach, weil diese tote Fläche, sage ich mal, durch den Schnee gibt nicht so viel her. Ist es besser, noch näher ranzugehen. Mal gucken. So, ich bin jetzt hier auf der Hängebrücke angekommen und wenn man einigermaßen fit ist und die Stunde von dem Hauptparkplatz hierher läuft, hat man dieses Fotomotiv. Und diese Hängebrücke kann man aus zwei Perspektiven fotografieren, einmal in die Richtung, die eigentlich Schrott ist, weil man da eigentlich gar nichts sieht, oder in die Richtung mit Blick auf den Berg. Und das versuche ich jetzt hier umzusetzen. Hier ist Gott sei Dank nichts los, herrschen ja auch nicht die besten Fotobedingungen, aber ich wollte mir den Spot anschauen, weil der ganz in der Nähe hier ist. So, also das wäre jetzt hier die Perspektive, die man schön aufnehmen kann. Sinn macht es halt immer, jemanden auf die Brücke zu stellen. Das schaut halt schon auch irgendwie besser aus, dann sieht man die Dimensionen auch viel besser. Das macht Sinn, hier ein Hochkantbild zu machen. Und deswegen habe ich die Kamera jetzt mal hier auf meinen L-Winkel geschraubt. Den habe ich heute Gott sei Dank dabei. Ich glaube, hier macht es wieder Sinn, einen Verlaufsfilter vorne reinzuspannen, weil die Bergspitzen einfach ultra überbelichtet sind. Ich habe den Verlaufsfilter angeatmet. Es ist da Dunst auf der Linse. So, jetzt drehe ich den mal rum. Ich fokussiere jetzt auf die Brückenmitte, weil ich mich dann da nachher hinstellen möchte für das Bild. Ich bin jetzt hier mit meiner Vollformatkamera auf 16 mm. Mache das Bild auf einer 7er Blende.
Sehr schön. Und jetzt nochmal mit einer Auslöseverzögerung. Dann brauche ich jetzt 10 Sekunden circa. So, jetzt löse ich mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Instagram Model, Influencer, yo! Ich empfehle eigentlich hier eher so im Herbst herzukommen und sehr, sehr zeitig da zu sein. Einfach auch, weil vorne am Hinterseer Parkplatz wahrscheinlich am Nachmittag alles voll steht. Also zum Sonnenuntergang wird es echt heftig sein. Deswegen, ich bevorzuge immer früh am Spot zu sein. Und da kann man halt diese kleine Hütte und die Hängebrücke hier alles noch mitnehmen. So eine 3-Stunden-Nummer ungefähr, 3-4 Stunden. Wenn man sich Zeit lässt zum Fotografieren, und das sollte man auch machen. Jetzt versuche ich doch mal irgendwie unter die Hängebrücke zu kommen, weil da gibt es ja so einen kleinen Bachlauf. Vielleicht klappt das, das wird vielleicht ein bisschen rutschig, aber ich probiere es mal. Ich stehe jetzt unter der Hängebrücke. Hier bietet es sich nochmal an, diesen kleinen Mini-Wasserfall mit aufzunehmen. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, im weitwinkligen Bereich schaut das alles nicht so schön aus. Zumindest auch jetzt im Winter. Deswegen versuche ich, dieses interessante Bild jetzt eher mal mit meinem Zoom aufzunehmen auf 180 mm. Das hat einfach den Grund, da am Wasserfall sieht man diese Eiszapfen, die schauen total schön aus. Ich mag ja auch Langzeitbelichtungen, aber wenn ich jetzt hier auf 180 mm das fotografiere und so nah am Wasserfall dran bin, bringt es gar nichts, da 5 Sekunden oder länger zu belichten. Deswegen werde ich nicht mal bei einer Sekunde landen. Sonst schaut es einfach zu verwaschen aus. Ich binde jetzt hier diesen großen Stein in den Vordergrund mit ein. Also diesen großen Felsen, der schneidet mein Bild von links unten an. Und dann konzentriere ich mich nur auf diesen Mittelpunkt des Wasserfalls. Bin auf einer 7er Blende, Leute, und 1/30 Belichtungszeit. Und es reicht schon, dass das Wasser schön verwischt daherkommt, verträumt daherkommt. Auch wieder mit Auslöseverzögerung, 2 Sekunden. Boom. Ready. Jetzt kann ich zusammenpacken, jetzt bin ich happy. Jetzt schaut euch mal diesen Baum da hinter mir an. Ich bin hier gerade vorbeigelaufen auf dem Spazierweg und gerade mal 50 Meter daneben ist ein schön vereister oder eingeschneiter Baum. Wow! Und wenn ich so einen Baum sehe, der schön eingeschneit oder vereist ist und die Sonne ist noch dahinter zu sehen, das schreit ja nach einem blendenden Stern. Und das setze ich um. Und mit diesem Objektiv, mit dem Weitwinkel von Sony, der 16-35 G-Master 2.8, bin ich in der Lage, auf einer sehr hohen Blendenzahl, F18, 20, F22, super schöne Blendensterne auch hinzukriegen. Das setze ich jetzt um, und der Trick dabei ist ganz einfach, einfach nur die Blende komplett zuschrauben, dann die Belichtungszeit anpassen und dann einfach gucken, dass die Sonne entweder mittig am Stamm hervorblitzelt oder daneben. Einfach ein bisschen spielen, da kann man wirklich Millimeterarbeit machen. Und dann scheint die Sonne wunderschön durch und diese Blendensterne sind einfach was Feines. Das ist echt Zucker. Und egal wie man es macht, ob im Querformat oder hochkant, es wird ein gutes Bild. Stelle ich mir jetzt mal so hin und versuche, dass die Sonne mal direkt... Oh, ist das schön. Das Bild habe ich jetzt so gemacht, dass die Sonne direkt am Stamm ist. Was ich jetzt auch noch ganz interessant finde, sind diese Schattenspiele vom Baum, wenn ich diese Linie vielleicht mal mit ins Bild einbinde. Also das scheint ja jetzt hier einfach nur der Stamm zu sein. Muss ich ein bisschen weitwinkliger fotografieren. Durch den Sucher gucken, Blendstern einfangen und boom. Zwei, drei Bilder sind ja schnell gemacht. Das ist eine super Sache.
Also alles in allem war das heute ein wunderschöner Fotoausflug. Erst der Hintersee mit diesen Bäumen auf den Felsen. Dann die Hütte da drüben im Schnee, die war ein bisschen schwierig zum Fotografieren. Aber die Hängebrücke ist auch ein Hingucker und unten der Wasserfall sowieso. Zu dem Wasserfall jetzt im Winter runterzukommen ist wirklich tricky. Mich hat es da auch vorhin mal schön hingeschmissen, ich bin ausgerutscht. Ist jetzt nicht ohne. Jetzt bin ich nochmal hier belohnt worden mit diesem vereisten Baum. Also 4 Spots an einem Tag, was will man mehr? Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich freue mich riesig über Kommentare oder auch ein Like zu meinem Video, wenn euch der Content gefallen hat. Bye bye, euer Sigi hier aus der Berchtesgadener Gegend. Tschüss, macht's gut.